Alter, 800.000 Aufrufe. Krass. Hey Leute, willkommen zu einem zweiten Mops-Welpen-Vlog. Ja, okay Leute, beim letzten Mal waren die Welpen noch extrem klein. Sie konnten noch nicht sehen und die konnten noch nicht wirklich laufen. Yeah. Digga, ich habe erst durch Maxifys Video gecheckt, dass Welpen am Anfang nicht sehen können, dass denen später erst die Augen aufwachsen. Leute, guckt euch die an. Bibis, ja, hi. Oh, wie süß, oh, wie süß. Sie vorne müsste Chiara sein. Oh mein Gott, guck mal, wie goldig. Oh nein, guckt euch das Gesicht an. Bibi, oh, Bibi, ja, Bibi. Oh, super süß, oder? Alter, die haben so scharfe Nägel und so scharfe... Nägel? Heißt das nicht Krallen? Scharfe Zähne, ich muss eine lange Hose anziehen. Und normalerweise habe ich ja immer einen Onesie an, aber die haben ihn komplett zerfetzt. Alle Fäden sind rausgerissen, deswegen habe ich ihn jetzt nicht an. Ah, hier ist noch ein Bobo. Ja, hi. Gucken, was er da für die 2 Euro, Bro. Das müsste Kuru sein. Das müsste vom... Ich finde Möpse übertrieben cute. Ich finde, ganz ehrlich, es gibt so richtig fette Möpse, die so ultra weird aussehen. Aber dann gibt es gerade so, wenn so ein Mops, also wenn die Möpse so richtig gut gezüchtet, also wenn die quasi so richtig gut von den Proportionen her sind, sind die übertrieben nice. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn die Zucht dahinter richtig geil, wenn die Zucht quasi stimmt. Wenn das so rein rassige Möpse sind, übertrieben nice. Aber so fette Möpse, weiß ich nicht, Alter. Das sind immer ein bisschen weird irgendwie. Die atmen da noch nicht richtig, dann ist es immer so nass und so, weiß ich nicht. Vom Fluff her müsste das Chiara sein. Boah. Und da drinnen hinten müssten die anderen drei Welpen sein. Die haben sich da jetzt... Oh, shit. Ah, Kamera. Ah, ey, nicht die Kamera. Da drinnen sind sie. Das ist deren Chillspot. Und falls ihr euch wundert, Nala und Simba sind, die sind gerade draußen. Ich bin halt gerade alleine mit den Welpen. Und eine Sache, Leute. Man darf sich nicht hinsetzen oder hinlegen. Wer hat denn das Gesetz gemacht? Das ist super gefährlich. Ich kann mal ganz kurz was einblenden. Als ich mich mit dem Onesie hier hingesetzt habe oder hingelegt habe, ich wurde einfach komplett zerfetzt. Guckt euch das einfach mal an. Hallo, wie bist du denn? Hi, auf einmal kommst du. Junge, wie viele sind das? What the fuck, das sind 12 Stück? Ja, das sind... Oh mein Gott. Ja, yo. Nicht... Wie zerfetzt das Mikro? Hä, warum beißen die denn? Haben die keine Erziehung? Epischer Kampf, Alter. Wenn 8 Möpse auf dich zukommen, hast du entweder im Leben was richtig gemacht? Nee, ist eigentlich immer cool. Ihr dürft ruhig weiterkämpfen. Ah, shit. Ah, Gott. Hilfe. Wenn 7 Möpse sind, ist weird. Mikro. Ah, Hilfe. Ah, es kommen immer mehr. Ah, es kommen immer mehr. Imagine, man erzählt zum Kollegen, yo, gestern wurde ich unter Möpsen beerdigt. Also, ich wurde quasi von Möpsen erschlagen. Und dann denkt dein Homie, oh, chillig, Alter. Und dann ist es aber eigentlich das. Chilliger Sack gerade von dem Hund. Habt ihr den gesehen? Hallo? Ah! Alles zerfetzt gerade. Ja. Alter! Guck dir diesen Teufel da unten an wieder. Egal wo, die hängen irgendwie an mir dran. Ich merke das richtig. Okay, ich glaube, das Kuhwut, der gerade... Ah, Junge, das ist so ein... Das ist so ein Sticker. Ah, ich hab ein bisschen in meinen Arm. Ah, guck dich das an. Du bist so frech, weißt du? Guck das an. Das ist so ein kleiner Frechtag. Und hä, den muss man doch erziehen, oder? Einfach... Der hinter mir. Jungt einfach meinen Schuh. Ich glaube, ich spinne. Alter. Oh, wer gewinnt? Wer gewinnt? Machtkampf. Machtkampf. Alter. Sehr intens. Sehr intens. Hä, hey, nicht wenn davon einer stirbt. Oh, ganz. Psch, ey. Ich weiß nicht warum. Aber die mögen meinen Schuh auf jeden Fall. Ey, oh Mann. So süß, Leute, bevor wir rausgehen, werden wir jetzt erstmal etwas toben. Wo ist eigentlich mein Schuh? Krieg ich meinen Schuh mal ganz kurz wieder? Ich brauch den Schuh wieder, Leute. Hallo, 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 ich brauch meinen Schuh. Ich brauche meinen... Leute, ich brauche meinen Schuh. Ich brauche... Es gibt... Also... Wo sind eigentlich die Eltern? Das kann doch nicht sein. Die wollen halt nur den linken Schuh von mir haben. Also... Hä? Und der rechte? Guckt euch das an. Alle geiern auf meinen Schuh. Leute, wollt ihr mich gerade verarschen? Einfach ApoRed, wenn er durch die Hamburger Innenstadt geht. Alle geiern... Alle machen Auge auf meinen Schuh, Dicker. GG, Sa, Sa. Smoking the Sa, Sa, danke schön. Bist du ein Freund, Bibi? Bist du ein Freund, Bibi? Ich bin ein Freund.
Ja, oh, direkt auf den Finger rumkauen. Yeah. Okay, wir werden jetzt erstmal so eine kleine Mini-Fight-Montage machen, wie wir zusammen spielen. Danach gibt es eine Schlafpause und danach gehen wir raus. Was will er machen? Fight-Monte? Raus, das hört sich gut an. Wir spielen Himmel. Ich habe gerade nicht zugehört. Was hat er gerade gesagt? Er will einen Mini-Fight-Monte machen. Los, Leute, wer will's haben? Was ist ein Mini-Fight-Monte? Montage, alles klar, Digga, danke schön. Danke, Chat, dass ihr mich aufklärt. Ich dachte gerade, hä, was? Was hat er vor? Ich dachte gerade, der hat so ein Plüch-Monte, den er hinstellt und dann muss Monte gegen 8 Welpen kämpfen. Wer bin... Würde ich mir reinziehen. Oh. Das ist als ob, Junge, wie schnell. Komm her. Los. Oh, oh, fight. Ja. Oh. Opa. Oh nein. Oh nein, der Arme. Okay, und? Sind die jetzt in Madeira oder in Deutschland, die Hunde? Attacke! Der arme Affe, Alter, der ist tot, der wird gerade komplett aufgefressen. In Deutschland, ah, okay. Oh, die fangen an zu knurren, die werden aggressiv. Oh, die werden aggressiv. Oh, damit die. Ist da jemand müde? Die sind meistens immer, glaube ich, so 3 Stunden oder so wach. Und dann pennen sie wieder 3 Stunden und sind sie wieder 3 Stunden wach. Also es ist schon schön, dass es denen echt allen gut geht, den Hunden. Das ist wirklich was Geiles. Es geht die ganze Nacht so. Und am Abend wird hier immer so eine kleine Matratze auch aufgestellt. So 2 Matratzen nebeneinander. Und dann hast du so eine Kampfarena. Dann powern die sich nochmal richtig aus. Davon kann ich heute Abend auch nochmal was filmen. Der macht einfach Hundekämpfe. Ich denke, oh, wie süß. Das wäre ganz... Leute, ey. Das wäre, denke, ganz süß und ganz cool. Heute kein Gaming oder sonst was, sondern einfach nur Welpen, die süß sind. Ich hoffe, damit könnt ihr leben. Oh nein, guck mal, Leute. Ich leg mich mal kurz hin. Guckt euch den mal den Müdi an. Einfach geweckt. Hallo. Also, falls ihr gerade einen Hund hört. Da ist es ein Hund in mein Gesicht. Das Mikro wird abgelegt. Bitte. Ey, Max, ihr habt gut aufgebaut mittlerweile durch deine Sport-Challenge. Ja. Roots, Digga, danke schön für dein Resub. Bisschen kleiner Müdi, ne? Ja, kleiner Müdi. Süße Hunde sind immer süß, wenn sie müde sind. Das ist so cute. Guck mal. Was habe ich gerade gesagt? Ich wollte eigentlich sagen, Hunde sind immer süß, wenn sie müde sind. Oh, wie süß. Digga, ey. Süß. Süße, danke ja, schön für den Gift des Subs. Vielen, vielen Dank. Ich denke, die werden sich jetzt gleich alle hinlegen und dann Schlafchen machen. Und dann gibt es noch mehr Cuteness. So, so langsam schlafen die Hunde. Und eine Sache, die wiegen nicht 1,5 Kilo. Ein Hund wiegt, by the way, 3,5 Kilo. Und ich versuche jetzt mal ganz kurz alle Hunde zu unterscheiden, okay? Und ihr könnt, wenn ihr wollt, mitraten. So, wir fangen an mit dem Hund hier ganz hinten. Wie soll ich mitraten? Ich weiß nicht mal, wie die heißen, Blatt. Du, Vovo, entweder bist du Chiara oder, weil der Hund weggegeben wird, Olaf. Weil eigentlich hieß er davor Cooper, glaube ich. Der Hund wird aber weggegeben und hat deswegen einen neuen Namen und heißt Olaf. Wie wählt man denn die Hunde aus, die man weggibt? Nimmt man immer die hässlichsten, oder? Einfach Olaf, Leute. Vom Speck her würde ich behaupten, dass Chiara. Schweinespitze, schwarz. Eigentlich müsste das Chiara sein, oder? Ja, ne? Ja, ja. Das ist halt Olaf. Warte mal, jetzt muss ich aber ganz kurz... Rizio, danke für die 2 Gifteds. Lady 85, danke schön. Okay, dann ist das hier ist Chiara, die ist heller. Chiara ist ein bisschen heller als Olaf, das heißt, das hier ist Olaf. Dann ist das hier, das ist Matschig. Okay, okay. Matschig? Das bin ich im Gehirn, aber du kannst doch keinen Hund so nennen. Weird, okay, der Hund heißt Matschig. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum. Der Hund sollte auch weggegeben werden, aber, der hat jetzt in sein Auge, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da sieht man ja vielleicht im Auge, dass oh, da was, nee. Das Innere des Auges irgendwie kommt so nach vorne. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber einer von 100 Welpen ungefähr bekommt das und leider hat dieser kleine Cousin hier das bekommen und deswegen haben ihn meine Eltern und meine Wie macht man das weg? Was ist das? Schwester, Matschauge genannt, von Matschauge ging der Name zum Matschi und von Matschi zum Macheco irgendwie. Keine Ahnung, aber den nennen wir jetzt alle Macheco. Das hinten kann man das wegmachen, oder? Ist ja nicht schlimm, oder? Olaf, Kia. Operation, ja, okay. Dann haben wir noch hier 2 Hunde. Ach ja, und der sollte, by the way, weggegeben werden, aber der bleibt jetzt noch ein bisschen. Oder falls irgendein YouTuber oder so den Hund haben möchte, kann er mir auf jeden Fall schreiben. Das im Auge kann man nach ein paar Monaten wegoperieren lassen. Und ja, wir würden das auf jeden Fall auch machen dann. Ja. Aber der hat jetzt keinen Besitzer, der Hund. Maxify macht einfach Cash mit Hundezucht, wie geil. Yara, Kovu und Sarabi haben ja alle 3 auch einen Instagram-Account. Das ich sehe mich überhaupt nicht mit Mops. Ich sehe mich... Nee, Chat, könnt ihr vergessen. Ich kaufe mir keinen Mops. Ein Mops macht nachts immer so.
bin ich raus. Das mache ich, das kaufe ich mir nicht, nee. Das waren ja auch die drei Hunde, die wir behalten wollten. Das heißt, hier ist jetzt noch Kovu und Sarabi. Nur ist jetzt ein bisschen schwerer zu unterscheiden, wer von beiden wen ist. Kohlrabi? Wie hat der die Hunde benannt? Wer von beiden was ist? Von der Größe her? Kovu ist halt der Größte. Das heißt, das hier müsste Kovu sein. Ja. Und dann ist das hier Sarabi, oder? Ja. Ach, Sarabi, Digga, nicht Kohlrabi. Ja, ne? Dann ist das Sarabi. Sarabi, Kovu und Chiara behalten wir. Koro. Koro-Drogerie heißt der Hund. Und entweder behalten wir den Hund auch noch, dann haben wir insgesamt 6 Möpse. Oder wir geben ihn noch weg, falls irgendwer Interesse an ihn hat. Voll Sünde, der Arme. Ja, mein Favoriten-Bobo. Ich finde, dass Monte sich 3 Stück kaufen soll. Eigentlich sollte man keinen Favoriten-Bobo haben, aber ist ganz klar Chiara. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, den Hunden auf Instagram folgen, deren... Ja, der hat aber einfach Chiara eben nicht erkannt. Instagram-Accounts sind in der Videobeschreibung verlinkt, oder ihr sucht auf Instagram. Hat der für jeden Hund, der hat nicht für jeden Hund einen Instagram-Account. Der hat für jeden Hund einen Instagram-Account gemacht. Maxi fand ich geil. Nach Chiara der Mops, Sarabi der Mops und Kovu der Mops. Gut. Die Sonne strahlt jetzt auch mega schön. Das heißt, gleich, wenn sie wach werden, spielen wir erstmal eine Runde draußen. Outside Montage! Der hat so ein LKW für die Hunde. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, ist das cute. Warum ist der so groß, der Welpe? Ja, nicht LKW, ich meine so ein Transporter halt. Achso, das ist die Mutter. Alles klar, okay, das ist der Vater. Achso, das ist kein Welpe, alles klar. Danke, Chat, ich dachte, das ist okay. Ich dachte, das wäre einfach nur ein starker Welpe. Wo ging das hingelaufen? Oh, Digga, ich... Guck, das meine ich, so ein Welpe, so ein Mops kann immer so... Och, der ist so süß. Die können aber immer so schlecht atmen, die machen so... Die können, weil ihre Nase so platt ist, ne? Der Dad checkt aber nicht, dass das seine Kinder sind. Der Dad denkt einfach, es sind irgendwelche random Hunde. Aber die Mutter checkt das nach wie vor, oder? Au, was? Wie lang checkt eine Mutter, dass das ihr Kind ist? Irgendwann vergisst sie das doch auch, oder? Also gibt es so ein Alter, dass die Mutter so vergisst, dass das ihr Sohn ist oder ihr Vater? Ihre Tochter? Oder merken sie sich das auf ewig? Nee, für immer? Echt jetzt? Das heißt Alzheimer. Auch Mann, Chat, mit euch kann man nicht reden. Fickt euch ins Knie, Alter. Ihr seid alle dumm. Dumm seid ihr, so. Denk halt wegen Geruch oder sowas. Nur 2 Jahre. Wow, Digga. Da spielen sie miteinander, die beiden. Na, sind wir? War gut? Feini, bist du? Ja, Feini, von Feini. Das sind alle drin. Drecksgüter. Ah. Ah, hier, hallo. Guck mal, wie süß die jetzt alle pennen. Ach nein. Alle auf einen so einen erhöhten Ding. Am Anfang durfte sie immer nicht in die Nähe von den Hunden. Und jetzt ist da einfach das Kissen von allen. Oh, da hat jemand keinen Bock mehr. Ah, scheiß drauf. Und das, by the way, Nana. Ja. Gute Nacht. Leute, oh mein Gott, Bananen! Bananen! Magst du auch Bananen? Magst du auch gerne Bananen, ne? Boah, Digga, heute Abend wieder Zähne putzen, Alter. Gar keinen Bock, ne? Du hast wieder richtigen Munddünnschiss, Alter. Zerfetzt die Bananen los. Junge, er richtet sie einfach auf Bananen ab. Das Geschmatze von denen, Alter. Ja, schnabuliert einfach alles weg. Werde groß und stark. Kann man das Geschmatze hören? Warte kurz. Hörst du auf? Aber dann kann man auch zu. Stark, ja. Ja, mhm. Los, schnabuliert die Bananen. Danke für den Zap. Guck mal aus, ah! Ich hab einfach ein paar Beauty-Shots für euch.
ganze Kamera über Nacht, über Bananenreste dran. Leona, Luca, danke. Manchmal vermisse ich das einfach, wie klein die davor waren. Davor waren sie so klein, haben nichts angegriffen. Nala, kannst du vielleicht mal aufhören, ich rede. Oh, guck mal, wie laut die werden. Oh, diese kleinen Motoren. Oh, Machtkampf. Machtkampf. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wie laut die sind. Was ist das witzig? Alter. Hallo, 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 hallo. Aus. Ich werde jetzt einfach beim Sterben. Okay. Haben wir es jetzt? Du, Chiara, du bist halt einfach immer lieb und bist einfach nur da, ne? Ja, du bist die Liebe. Ich weiß. Ich weiß. So, das ist die Kampfarena. Ja, hier wird jetzt immer am Abend aus. Das sieht aus wie so ein Gangbang-Dreh, das die Kampfarena belehrt. Ausgepowert. Und danach gehen sie schlafen. Mögen die Olympischen Spiele beginnen. Da kommen sie. Oh nein, sie gehen auf Simba. Oh nein, Simba mag das gar nicht. Simba mag das nicht. Simba. Oh, und der verzieht sich. Okay, wenn es zu ernst wird, gehe ich dazwischen. Aber mit dem Spiel ist okay. Das ist hier wieder. Bitte spielen Sie fair. Bitte spielen Sie fair. Soll ein fairer Kampf sein. Das Ding ist, wenn man so auf meine Beine ein bisschen guckt, die zerfetzen einen wirklich hart. Dann guckt sich meine Beine an. Ja, danke für deinen Bauch. Alter. Hallo. Danke, dass mein Mikrofon angreift. Hundekämpfe sind so cool. Also so aus Spaß, Hundekämpfe. Ganz, ganz komische Sache. Ich finde nett, dass du mich ablegst. Sehr fein. Oh. Ja, sich genauso. Hopp. Ist das süß, Alter. Stefan, zeig, was du kannst. Junge, was zum... Ey, no, nee. Das geht so nicht. Alter, Hunde können 69 machen. Hunde können 69 machen? What the fuck? Das wusste ich gar nicht. Was zum... Hör mal auf hier, was wird denn das? Das ist einfach Inzucht, das sind doch alles Geschwister. Du kleines Notgalle-Stück Scheiße. Das ist doch unglaublich. Was zum... Hey, der kann doch nicht seinen Bruder ficken, das geht doch nicht. Ey, nee. Das sind Geschwister, lass mal. Hör mal auf jetzt hier. Können Hunde Geschwister Kinder bekommen, ohne dass die irgendwelche Schäden haben? Oder gibt's bei Hunden keine Inzucht? Hör mal auf. Hallo, du bist... Was bist du denn für eine? Ey, Alter, das habe ich nicht gerade wirklich gefilmt, oder? Der hat wirklich gerade versucht, da den anderen... Nee. Homie, das ist dein Bruder oder deine Schwester. I don't know. Was zum Teufel ist los mit dir? Guck doch... Das ist... Scheiße, das ist doch nicht noch... Simon Fred, danke schön für die Zeit. Ach ja, Leute, die Hunde sind, by the way, gerade mal 10 Wochen alt. Ja. Ja, man sagt ja immer, wie der Hund so das Herrchen. Ne, Maxify, das liegt daran, dass du nämlich immer auch die Matratze fixst. Ja, okay. Aber ich denke, an sich war es das jetzt mit dem kleinen Vlog. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Ich muss sagen, das Ende... Oh mein Gott, bitte hört auf. Bitte hört... Hey, ich war auch so mit 10 Wochen, Digga. Beatnox raus. Hört auf, ihr macht das Video FSK 18. Hallo, shit, bitte. Also ich muss sagen, das war's mit dem Vlog. Wenn ihr noch mehr Vovo-Vlogs sehen wollt, dann lasst gern eine Pfote nach oben da oder so. I don't know. Ja. Ich glaube, ich mache das auch so. Ich glaube, ich mache mir auch noch einen extra Gaming-Kanal, oder? Bis dann.